Hallo zu On The Grid, Claudio Schießel mein Name. Ich bin heute vor dem Landesgericht in Graz, um genau zu sein vor dem Landesgericht für Strafsachen. Und um was geht es? Um den IB-Prozess, also den Prozess gegen die Identitäre Bewegung Österreichs. Ursprünglich war laut Prozessplan ein Urteil für den 31. Juli gedacht. Tatsächlich ist es jetzt der 26. Juli geworden. Das Ergebnis: 17 Freisprüche beim sogenannten Delikt zur Bildung einer kriminellen Vereinigung und ein Schuldspruch im Falle der Nötigung sowie zwei Schuldsprüche im Falle der Sachbeschädigung. Ja, warum machen wir das? Warum stehen wir heute hier? Ja, wir haben einerseits kurz die Eindrücke nach dem Prozess erfasst und andererseits wollten wir sozusagen unsere persönlichen Eindrücke vom Prozess präsentieren, weil ich, Claudio Schießel, war eben selbst zwei Prozesstage lang dabei und habe mir angesehen, um was es eigentlich hier ging. Und interessanterweise, und das muss man schon so sagen, ging es vor allem um ideologische als auch um politische Fragen. Sprich, wie war die politische Motivation für die Delikte gegeben oder wie hat sich das eben ausgedrückt? Da ging es unter anderem auch darum, dass zum Beispiel der Staatsanwalt gegenüber einem der Hauptangeklagten gemeint hat, ob es eine strategische Abwendung von der alten Rechten gäbe, sprich, dass sich die Identitäre Bewegung bewusst strategisch anders positionieren würde, obwohl sie dieselben ideologischen Grundziele hätte, wie eben zum Beispiel altrechte Gruppen, die eben revanchonistische Ideen verfolgt haben, gegen Italien, gegen Tschechien, gegen Polen und so weiter, oder auch antisemitisch wären. Und das hat der Hauptangeklagte Martin Sellner mehrfach auch negiert. Generell ging es auch um Fragen, wie die Identitäre Bewegung sich organisatorisch gibt, ob man sich hier sozusagen an den Linken orientiert hat, ob man sich an Greenpeace, VGT, Verein gegen Tierfabriken oder anderen Gruppen ein Beispiel genommen hat. Darum ging es. Es ging um die Frage, ist Aktionismus in der Form, wie ihn die Identitäre Bewegung selbst vorführt, selbst durchführt, eben noch im erlaubten Bereich der Meinungsfreiheit zu sehen. Und das hat eben der Richter heute gesagt, ist eben der Fall. Der Staatsanwalt hat sich des Weiteren eben auch mit ideologischen Ideen, mit Dokumenten, Proposals, verschiedenen Pamphlets und Essays auseinandergesetzt, die beschlagnahmt wurden. Und hat dann auch zum Beispiel am Dienstag Martin Sellner gefragt, ob er die Meinung vertritt, dass man sich eben an den Linken ein Beispiel nehmen kann, dass man eben von Lenin, Grimmsche und wie sie nicht alle heißen, Trotzki und so weiter, lernen könnte. Tatsächlich hat dies eben Martin Sellner mehrfach bestätigt. Andererseits hat er aber auch gesagt, dass es bei ihnen vor allem darum geht, nicht eben durch militante Aktionen Aufsehen zu erregen, sondern, und darum ging es in erster Linie, durch ihren Aktionismus, durch ihre Tätigkeit auch Linke wie auch Liberale an ihrer patriotischen Ader zu packen und in ihr Lager zu bringen. Das kann man, glaube ich, so zusammengefasst am besten sagen. Fazit: Die Meinungsfreiheit ist weiterhin weiter gedacht worden, als es sich manche vielleicht von einer anderen politischen Seite gewünscht haben. Wir werden weiter sehen, wie die Sache weitergeht. Jedenfalls ist der Kampf um die Straße im politischen Alltag noch lange nicht zu Ende gegangen. Danke fürs Zuschauen. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!